Spieltag 2 in der Daikin Handball Bundesliga. Der TSV Eisenach ist zu Gast beim HC Erlangen. Und damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die diese Punkte brauchen im Kampf gegen unmittelbare Konkurrenten. Der Start, der gehörte den Gästen. Erlangen in der Offensive viel zu harmlos. In der Defensive hatte die Mannschaft von Johannes Selin Probleme gegen das System von Mischa Kaufmann mit 4 Rückraumspielern. Die Partie drehte sich ein wenig, als Marek Nissen dann zu Höchstleistungen auflief. Der Neuzugang vom TuS in Lübeck in dieser Szene als Torschütze erfolgreich. Hier setzt der Antonio Metzner gekonnt in Szene. Eisenach hatte in der Defensive Probleme gegen dieses Spiel von Marek Nissen. In der Offensive lief es teilweise besser, auch wenn auch da ein leichter Leistungsabfall im Vergleich zum Start zu erkennen war. Den letzten Treffer der ersten Halbzeit erzielt Christoph Steiner zum 12:14. Rein in den zweiten Durchgang. Erlangen wollte vieles besser machen in der Defensive. Stand die Mannschaft von Johannes Selin dann phasenweise auch recht ordentlich. Es blieb dabei. Der Angriff war ein großes Thema. Erlangen zwischenzeitlich mit 17:16 sogar in Front. Silvio Heinevetter verhindert hier die nächste Erlanger Führung. Eisenach in der Offensive nicht mehr ganz so zielstrebig. Selten kam Marco Grigic so frei zum Wurf. Nichtsdestotrotz Erlangen harmlos, insbesondere vorne. Es fehlte an Tiefe über die ganzen 60 Minuten im Erlanger Angriff. Peter Walz, der zurückkehrte nach überstandener Knieverletzung, hier zu 2 Tore Führung für Eisenach. Erlangen probiert es nochmal mit dem 7:6. In Summe waren es aber auch zu viele schlechte Entscheidungen. Sander Hilverjödet hier mit einem sehenswerten Treffer. Zu selten konnte er allerdings Akzente setzen. Eisenach bog langsam ein auf die Zielgeraden, um diese 2 Punkte nach Thüringen zu holen. Die letzten 5 Minuten gingen dann klar an die Mannschaft von Mischa Kaufmann. Die Eisenacher noch mit deutlich mehr Körnern, als das beim HC Erlangen der Fall war. Simone Mengor mit dieser Kampfleistung. Die letzte Szene, Stück weit symptomatisch. Silvio Heinevetter nochmal mit einer Parade gegen Christopher Bissel. Eisenach holt ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt an Spieltag 2. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein